Ja. Und damit willkommen zurück zur Party, wollte ich jetzt gerade sagen, zum Live-Let's Play von Amnesia. Kann ich jetzt mit der... Wir haben die Injektion irgendwie, Intus oder keine Ahnung. Kann ich denn jetzt damit irgendwie hier lang gehen? Weil hier unten ist irgendwie so neblig. Neblig? Und kann ich das jetzt überleben oder wie ist das jetzt? Oder sterbe ich trotzdem? Nee, ich kann hier lang gehen. In die Kanalisation. Henry Bedlund kam zum Unterricht, die Wut seiner Mutter in sich tragend. Er weinte nie, stattdessen braucht der andere zum Weinen. So sind Schmerzen. Du bist entweder traurig oder wütend. Henry entschied sich immer fürs Letzteres. Oh Gott, wo kommen wir denn jetzt hin? Was, wenn er nicht redet, würde er uns durchdrehen? Ihr wollt mich doch verarschen. Ernst? Ernsthaft? Der lief da gerade. Kann ich nicht einfach da durch das Rad gehen? What's happening? What are you doing? Let me go! Please, don't take me! Nobody ever return! Okay. Es ist hell. So, was muss man denn jetzt hier... Zauberhaftes wieder betreiben. Ihr macht mir Mut in dieser Zeit. Es tut einfach gut, dass ihr hier seid. Ihr macht mir Mut in dieser Zeit. Es tut einfach gut, dass ihr hier seid. Hier ist eine Leiter, da kommen wir aber, glaube ich, nicht dran. An diese Leiter. Denn ich will weiter. Eine ominöse Tür. Jede Menge Gitter hier. Okay, das ist jetzt nicht so schwer, sich zu behalten. Wo geht's hier lang? Hört sich an, als ob gerade ein Zug vorbeifährt. Ein Hinweis. Ah, er hat sie wieder notiert. Die zwei Hebel steuern die laute Maschine. Nein, sag bloß. Ich habe jetzt mal auf das kleine Zahnrad gestellt. Vielleicht ist es ja die Walze, die sich dreht, dass wir da vielleicht durch müssen. Keine Ahnung. Laufen wir, also müssen da hin. Warte mal, was ist hier? Snookix! Willkommen zu Let's Play Live Show. Willkommen! Schön, dass du eingeschaltet hast. Hallo! Schön, dass du dabei bist bei dem Club der Verdammten. Willkommen zum Live Let's Play vom Amnesia The Dark Descent. Ich nehme es gerade auf für YouTube. Ist, hat das jetzt überhaupt irgendwas gebracht, dass ich da an den Hebel gezogen habe?
Das Rohr scheint locker zu sein. Er hat Rohr gesagt, einfach so. Ich habe ein Rohr aufgenommen. Das klingt sowas von falsch, wenn ich das so sage im Stream. Was? Die Waschmaschine läuft aber laut. Mach mal das Ding. Mach mal aus das Ding. Ja, ist. Kann es sein, dass ich das Rohr hier benutzen muss hier? Geht das? Warte mal. Das Rad dreht sich so schnell, es muss blockiert werden. Ernsthaft? Ich hab's doch langsamer gestellt. Auf was soll ich das denn stellen? Stufe 1 auf klein, Stufe 2 auf klein, oder? Ist doch am logischsten, oder? Oder bin ich da falsch im Bilde? Hört sich auf jeden Fall langsamer an. Mal gucken, vielleicht funktioniert es ja. Kleiner Zwerg. Kleiner Zwerg 79. Grüße dich. Hallo und willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Oh Gott, der kommt hier rein. 100%ig, der kommt hier rein. Willkommen. Der kommt hier rein. 100%. Der kommt hier rein. Ich schwöre, der kommt hier rein. Und genau jetzt ist der Affe da, weil du wohl zurück willst. Ist der weg? Natürlich geht die Tür nach innen auf. Natürlich. Hallo. Ich glaube, er ist weg. Alter, 23 Zuschauer, seid ihr verrückt? Hallo und willkommen zur Let's Play Live Show. Alter, ihr seid doch wahnsinnig. 23 Zuschauer. Mein Gott. Jeden Freitag und Samstag gibt es hier die Let's Play Live Show um 20 Uhr. Folge. Wo sind wir denn heute? 289. Folge schon heute. Also 289 Mal schon gestreamt. Ich kann es aber noch nicht glauben. So. Bald 300. Irgendwie ist er weg. Egal, probieren wir mal aus. Warte mal, das Rohr. Ja, er hat Rohr gesagt, ich weiß. Schnell drunter her, schnell drunter her. So, wo muss ich jetzt hin? Okay. Was ist das für ein Spiel? Das ist Amnesia. Oder Amnesia. The Dark Descent, das ist der erste Teil. Gibt es in der Complete Edition für die PlayStation momentan. Ist rausgekommen, ist eigentlich ein PC-Spiel, schon uralt, aber voll geil immer noch. Ein Horror-Rätselspiel, mega geil. Kann ich nur wärmstens empfehlen. In dem Bundle ist enthalten Amnesia, The Dark Descent, das erste Spiel. Das DLC zum ersten Teil und der zweite Teil, The Machine of Pigs. Und der zweite Teil ist noch schlimmer. Also, wenn du es nie gespielt hast und du magst Horrorspiele, dann zugreifen, definitiv. Lecker. Warte mal, ich versuch den mal. Warte mal, ich versuch den mal so ein bisschen. Warte mal. Ja. Ja, komm. So geht das an. Das ist übrigens. So sah der mal aus. Warte mal, vielleicht kann ich ja noch. Kann ich vielleicht. Warte. Geht das? Geht das? Vielleicht kann ich. Kann ich hier. Das ist übrigens von den Machern von Soma, das Spiel. Vielleicht für die Leute, die vielleicht Soma kennen. Warte mal, so, so. Warte mal, nee, Moment. Na, nimm den Arm nach da, so, ja. Kann ich den Arm drehen vielleicht? Warte mal. Hui! Schlacht dich selber! Schlacht dich selber! Schlacht dich selber! High five! Alter. Furchtbar.
Warte, vielleicht. Ja, komm, so. So. Was liegt hier? Oh, warte mal. Ach, hier ist ein anderer Arm. Guck mal den. Oder? Ja, warte mal. Geht das? Aua. Vielleicht sollte ich nicht in das rote Zeug reinlaufen. Warte. Geht das irgendwie? Können wir das irgendwie so... Irgendwie... Nee, Moment. Hui. So. Also so sehen die Viecher aus. Sie erinnern ein bisschen an... An... Die erinnern ein bisschen an Silent Hill, muss ich sagen. Die Viecher. Sieht aus wie ein Wurm. Ja, ich weiß. Was kann ich denn hier? Hier komme ich gar nicht weiter. Und jetzt? Habe ich irgendwas zum... Eine Kurbel. Eine hölzerne Kurbel. Ja, super. Toll. Wo muss ich denn hin jetzt? Ich wette mit dir, der steht gleich auf. Pass mal auf. Er hat sich wieder was notiert. Achtung. Ein versperrtes Tor wurde von dieser Kreatur niedergerissen. Wo denn? Du hast doch nur was gehört. Willst du mich verarschen? Das gibt's doch gar nicht. Er hat nur was gehört, aber er weiß sofort, dass ein Tor niedergerissen wurde. Ist klar. Nein, hör auf damit. Ich wollte mich gerade wie bei Alien Isolation so umgucken, so, weißt du, so. Er kommt hier rein, Alter, willst du mich verarschen? Geh weg! Lass mich! Dein toter Kollege hier liegt hier, den ich wollte dich zusammenbauen, aber geht nicht. Nein, lass das! Nein, lass das! Bleib draußen, Alter, hör auf damit! Ich will das nicht! Ich hoffe, der bleibt weg. Ist er weg. Er hat auf jeden Fall die Tür eingebrochen. Mhm. Wo muss ich hin? Von hier oder? Ich hab's eigentlich schon wieder vergessen. Du musst mal Penumbra spielen, ist auch von den Machern von Amnesia. Penumbra? Penumbra? Gibt's doch nur für den PC, oder? Kann das sein? Das gibt's doch nur für den PC, ne? Penumbra, oder? Weil Penumbra Brief of Life ist doch so ein Rätselspiel. Oder meinst du das? Weil das habe ich schon gespielt. Aber das ist doch nicht von Frictional Games, oder? Das. Hallo, wer bist du denn? Oh Gott. Wer stand denn da? War das Keller Klaus? Nee, Horror, okay. Aber nur für den PC, denke ich mal, ne? Warte mal, ich versuche den mal abzulenken. Geht das? Da klappt das ja. Mal gucken. Da geht er ja dann da lang oder so. Wir müssen, glaube ich, da lang, wo er steht. Ja, ist da lang gegangen, glaube ich. Long. Ciao. Oh yeah. Say adieu. Ernsthaft? Was? Willst du mich verarschen? Lauf? Wohin denn? Die Tür war versperrt, kurzzeitig. Ja, ist aber saugut. Muss ich mal gucken. Ich wollte ja sowieso nachher vielleicht ein bisschen PC streamen. Mal gucken. Ist ja momentan so ein bisschen bei mir
auch entkommen, dass ich mehr PC-Spiele ausstreame. Ich wollte nachher vielleicht ein bisschen Ben & Edge streamen. So als Ausklang des Streams. Steht der da? Nee, wo ist er denn? Okay, lauf. Warte mal, hab ich... Ich versuche mein Glück. Lauf! Ich habe keine Ahnung, warum. Jetzt nichts passiert. Es ist ein Traum. Irgendwie widerspiegelt gerade dieser Tunnel Sinn des Lebens. Mit dieser endlosen Weite. Es kommt gleich der von Outlast. Weißt du noch, wenn er bei Outlast die Leiter hochklärt, im ersten Teil in der Kanalisation, da guckt oben einer raus so. Hallo. Das wäre voll das Easter Egg. Okay. Es ging nie. Es gibt nie einen Ausweg. Solche Dinge begleiten mich ein Leben lang. Wie konnte er wissen, ob Henry unter den Straßen oder gar vor seinem Haus aufgetaucht würde? Was? Auf seinem was? Vor seinem Haus auftauchen würde? War er so verrückt? Oder... Was stehen hier überall Pilze rum? Ja, ich habe keine Ahnung. Wer weiß, was der Typ nimmt. Freunde, wir haben einen Hebel gefunden. Zwei Hebel. Was haben wir hier? Ein Zettel. Ich lese es selber. Danke. Ritual 1 von 1. 9. August 1839. Ich kann das Schwitzen und Zittern nicht einstellen. Das Ritual hat nichts mit einem gesunden Verstand gemein. Ich hatte noch nicht einmal mitbekommen, dass der Kerker noch in Gebrauch war. Alexander ließ seinen Bediensteten in der Gefangenen holen. Ein Mörder, wie er sagte. Alexander traf alle Vorkehrungen. Sagte aber, dass ich das Ritual durchführen müsste, damit alles wie gewünscht ablief. Der Schatten könnte durch das Blut eines anderen in die Irre geführt werden. Wir müssen wertvolle Zeit gewinnen, wenn wir den Mann töten. Was bleibt mir übrig? Alexander sagt, dass es getan werden müsste. Er rettete mein Leben. Ich kann mir einen Streit mit ihm nicht leisten. Oh Gott, fürchterlich. Klingt nach Finale. Hallo? Es scheint auch nicht zu funktionieren, die Maschine. Scheint auch nicht zu laufen. Er hat wieder was notiert. Wir gucken mal kurz rein. Zwei Hebel im Obergeschoss funktionieren nicht. Wahrscheinlich gibt es ein Problem mit der Maschinerie. Maschinerie. Dann schauen wir mal, was das Problem ist mit der Maschinerie. So. Mit der Maschinerie. Alter, 27 Zuschauer, ihr seid verrückt. Vielen lieben Dank. Alter, das wird immer mehr. Ich werde so langsam nervös. Hilfe. Oh Gott, fürchterlich. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass gleich irgendwie... Wo bin ich denn hier? Hallo? Ich habe keine Ahnung, wo wir hinkommen. Ich gehe einfach mal. Ich bin sehr mutig, muss ich sagen. Ah ja. Interessant. Tinderboxen, die nehmen wir mit. Also die Zünderbüchsen. Achso, ich bin ja eigentlich nicht so ein Freund von Eigenwerbung oder so. Ne? Für die Leute, die vielleicht gerne mal auch andere Spiele sehen möchten von mir oder auch vielleicht andere Horrorspiele im Let's Play. Dann könnt ihr auch gerne mich besuchen bei YouTube. Ist aber kein Muss. Ja? Agrippa, I need you to stay awake. Can you feel the syringe? No. I can't feel anything. Alexander? Yes. Soon, I won't even be able to move, will I? Your life is safe. I don't doubt that. But will it be worth living? Wie gesagt, ich bin kein Freund von Eigenwerbung.
und du, der gerade auf YouTube zusieht, ne, wie gesagt, wir machen ja ein Live-Let's Play, du weißt es ja schon. Ne, es gibt ja Leute, die sagen, oh cool, ey, ich gucke den Stream gerne, es macht echt cool, ich würde gerne mehr von dir sehen. Dann, wie gesagt, kann man da mal vorbeischauen. Ist kein Muss. Ne, wie gesagt, ich halte davon nichts. Ich bin doch nicht einer, der zum Beispiel bei Videos immer sagt, ja, wenn es gefallen hat, dann like mich oder boah, ja, dann bitte bewerte mich oder schick's weiter, und bin ich kein Fan von. Okay. Jetzt kommen wir in der Sache, glaube ich, schon sehr, sehr nah. Help me. Pull the switch. Das hier? Next to me. Neben dir? Der Switch neben dir? Das hier vielleicht? Kann das... Please. Warte mal. Thank you. You have my gratitude. My name is Agrippa. Whom are you being? Ich bin Daniel? Flex. Nein, Flex. Like the prophet thrown into the lion's den? Tell me, are you among the lions, Daniel? You want to stop Alexander? Oh my, so Babylon shall fall, you say. You hurry too much. Alexander is toothless without an oar. He has one. That's not very promising at all. The sanctum is basically impenetrable, but I guess my fault. It could be breached by another, but Alexander broke his, I mean, my oar, a long time ago. Really? Then if you tell the truth, by all means, seek out the pieces of the broken oar and mend away. I believe he uses them for torture now. They practically leak madness, which is quite useful, I understand. There should be six of them. Look around the choir and the transept. You should be able to find them there. Er hat zweimal was notiert. Wir schauen mal eben rein in Mementos. Eine schwere Tür blockiert den Weg. Hätte ich das nicht gedacht. Es wird eine Kugel benötigt, um das innere Heiligtum zu gelangen. Seine Bruchstücke liegen in den Folterräumen verteilt. Der arme Mann. Flexi hat schon die Hosen voll? Ich habe die Hosen immer voll. So wie das hier aussieht, sieht es aus wie in meiner Hose. Aber der zweite Teil ist schlimmer. Muss ich ganz ehrlich gestehen, ich habe den zweiten Teil ja auch schon gespielt. Damals. Und der ist wirklich schlimmer. Sollte vielleicht in den Folterräumen mal nachschauen, ob ich hier irgendwo was finde. Wir müssen die Kugelstücke jetzt finden. Da liegt noch eine Tinderbox. Die nehmen wir noch mit. Hallo. Ist aber voll lange her, wo ich den ersten Teil gespielt habe. Aber trotzdem, es ist immer noch ein sehr geiles Spiel. Muss ich sagen. Ist grafisch jetzt nicht der Knaller, aber von der Atmosphäre her, vom Design her, vom Gameplay ist es mega. Kann ich nur jedem empfehlen. Hallo? Hallo? Wo geht's hier lang? Altar. Da kommen wir eh nicht hin, oder? Doch. An diesem Tag starb etwas in ihm. Zu sehen, wie sich dieser Mann davonmachte, war mehr, als sein Verstand ertragen könnte. Genau, ihr sammelt bei mir Taler, wenn ihr hier zuseht. Einer. Da läuft einer. Der läuft aber weg. Das könnte... Ja, na, jetzt eine Rückblende, ist klar. It's like Orpheus descending into the underworld. Are you hiding something? What do you mean? Never mind. Your intuition is remarkable.
I'm not sure I'm following. It doesn't matter. It's just a myth, after all. Mach auf die Scheißtür. Okay, erstmal gucken, was haben wir hier alles? Wir haben hier da unten irgendwie den Keller. Wir haben ein Zettel. Ich will selber lesen. Danke. Gefangene. 12. August 1839. Das Verbannungsritual dauert länger als erwartet. Und wir müssen tun, was getan werden muss. Ich verbringe meine Zeit damit, die Gefangenen auszuhelfen. In der Nähe dieser Degenerierten zu sein, macht mich krank. Sie versuchen nicht einmal, ihre Bestrafung mit Würde gegenüberzutreten. Sie verhöhnen mich mit ihren Lügen von Unschuld und ihrem feigen Betteln um Gnade. Was man einen Mann dazu bringen, sich so weit von der Armut einer zivilisierten Existenz zu entfernen. Sie sind alle niederträchtige Männer und ich mache mich ständig darauf aufmerksam. Dennoch bin ich Gott dankbar dafür, dass er uns dieses Monster schickt, den sie werden mir als Instrument zu meiner Rettung dienen. Ich versuche, die verschiedenen Werkzeuge in der Folterkammer genauer zu studieren, um herauszufinden, wie sie am effektivsten eingesetzt werden. Das letzte Mal ist nicht gut gelaufen und das Resultat litt unter meiner Unerfahrenheit. Klingt wie im SM-Bereich. Wenn das nächste Ritual stattfindet, werde ich vorbereitet sein. Was macht man denn in den Talern? Du kannst sie gamblen, indem du Ausrufezeichen gamble schreibst, Leerzeichen den Wert. Mindestens 50 Taler, maximal 1000 Taler kannst du setzen. Je nachdem wie viel du hast, kannst du sie verdoppeln, verdreifachen oder auch verlieren, die du gesetzt hast. Und wenn du 50.000 hast, kommst du auf meine Freundesliste. Lässt sie nicht bewegen. Okay. Eine Tinderbox, nehmen wir mit. Okay, hier kommen wir noch nicht rein. Mal gucken, und wann wir da reinkommen. Haben wir noch was liegen? Hier ist noch was. Eimer Teer. Mal gucken. Ich kann nur Silent Soul als vorgemacht. Ausrufezeichen, Gamble, Leerzeichen, den Wert. Mindestens 50, maximal 1000. Verdoppeln, verdreifachen oder auch verlieren. Ein nächster Zettel. Es ist alles verloren. Ich muss noch einmal von vorne beginnen. Seitdem ich die von Agrippa gefundene Kugel zurückgewonnen habe, hängt meine Forschung von ihr ab. Der Vorfall mit Wilhelm hat mich sehr beunruhigt. Aus Angst, nicht ungenügend Gefangene zu haben, fuhr ich mit dem abschließenden Ritual ohne Überlebung fort. Die Kugel ist gesprungen und in 6 Teile zerbrochen. Ich habe alles versucht, habe es aber noch nicht geschafft, sie zu reparieren. Ich werde einen anderen finden müssen, es sei denn, ich kann die zerbrochene Kugel irgendwie zusammensetzen. Es steckt noch immer Leben in den Teilen und selbst wenn die Kugel nicht wiederhergestellt wird, könnte ich immer noch ihre Macht für meine Zwecke nutzen. Jahrhunderte sind schon vergangen, vergebens. Und ich beginne mich zu fragen, ob ich jemals meine große Liebe wiedersehen werde. Wie viel länger kann ich noch am Leben bleiben? Das weiß niemand. So, ist quasi so ein kleines Spielchen auch für euch im Chat, falls ihr da, wie gesagt, Interesse habt zu spielen. So, Alter, 25 Zuschauer. Ich stelle mir gerade vor, 25 Leute würden mir über die Schulter gucken. Ich würde so nervös sein. Es ist so, Alter, viel, viel lieben Dank. Ihr seid die geilsten. Vielen lieben Dank. Oh, guck mal. Hier ist der Altar. Der Altar.